hier etwa zu Hause? Ja gut, dann gehen wir morgens zu Robin. Gehen wir einmal nach Hause. Wir gehen da sowieso dann Richtung Robin. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause. Ab in die Falle. Erstmal bringen wir noch hier das ganze Zeug weg. Los, schnell. Vielleicht haben wir hier oben noch ein paar Beeren. Da gucken wir jetzt noch nach. Da sind noch Beeren, 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 Beeren. Hey, hier, Beeren. Zack. So, hier sonst nicht. Okay. So, ich habe noch ein bisschen Energie. Die will ich noch nutzen, wenn ich schon meine Beere da gefuttert habe. Die ja nur 25 bringt. Will ich jetzt auf den Baum hier noch weiter einkloppen. Oh, Holz. Fall um. Hä? Was kann ich noch? Sind nur immer zwei? Ja, hau daneben. Ist ein Idiot. Oh, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. So, das ist Harz, das kann ich jetzt nicht einsammeln. Verdammt, verdammt, verdammt. Die brauche ich nicht. Aber ich brauche das Schwert. So, das bräuchte ich, brauche ich nicht. Okay. So. Brauche ich nicht. Das brauche ich. Weil ich jetzt nicht sicher bin, ob ich die Müsli-Riegel nehmen soll. Oder aber doch die Beeren. Ich glaube, ich nehme doch die Beeren. Weil da werde ich bestimmt noch ein paar von finden. Beeren. Müsli-Riegel. Ah, verdammt, ey. Zum Glück braucht das Schlagen. Also das Kämpfen keine Energie. So. Dann legen wir uns in die Falle. Bis morgen. Oh, was war denn da? Level Up, Sammelstufe 2 plus Axteffektivität. Neues Kochrezept, Überlebensburger. Coole Sache. Aber ich kann nicht kochen. Ich habe keine Küche. Vielleicht kann man mit dem Lagerfeuer aber kochen. Das könnte ich eigentlich mal ausprobieren. So, Wetterbericht. Willkommen bei K2 5, der Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt Wettervorhersage für morgen. Teils wirklich mit einer leichten Brise erwartet eine Menge Pollen. Regnet nicht lange hier. Die Königin der Soßen. Ich grüße dich, ich bin die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meiner geheimen Kochbuch vor. Dieses Gericht dieser Woche ist Kohlsalat. Schon wieder. Haben wir jetzt schon dreimal gesehen jetzt hier. Hat auch nichts anderes, ne? So, verlassen. Moin! So, können wir hier... Oh, wir können Kohl ernten. Ne, können wir nicht. Okay, dann nicht. Wir können... Blumen, Meerrettich, Blumen. Das sind also die wilden Sachen. Das heißt, die ganzen Wildfrüchte können wir auch anpflanzen. Das finde ich cool. So. Auf keine Kriege geschossen. Das ist gut. So. Oh, da können wir ja wieder... Haben wir auch wieder Platz was zum Anbauen hier. So, da sind die Erdbeeren. Uiuiuiui. Wir haben wieder Post. Ja, die täglich spricht. Hallo Fredo, ich muss dir dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein, wenn du mir die Mineralien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Ja, die Küche können wir brauchen. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gelernt hast. Ich hoffe, du hast dich im Sternentautal wie zu Hause gefühlt. Ich hoffe, dass du dich... Also, ja, okay, nicht hast, sondern deine Schreine vor Ort, Robin. Ja, zu der wollen wir gleich sowieso. So, das hebe ich mir mal auf. Ach komm, die Blumen tue ich mir auch weg. Der Lauch. Also, ich habe überlegt, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Nee, habe ich hier nicht. Mal so ein bisschen immer was aufzuheben, weil ich weiß ja nicht, wie im Kochen und so. Aber das schmitten wir jetzt da rein. So. Die Beeren, die will ich behalten. So. Ja, nee. Löwenzahn. Ah, den kann ich auch gleich futtern. Den kann ich auch gleich futtern. Ist ja wie eine Beere. Oh.
Haben wir auch bald auch irgendwie ein Fest, ne? Pam hat bald Geburtstag, okay, also morgen. Ah, das Fest ist also am 24. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich werde nur noch Pastinaken anpflanzen. Das werde ich, glaube ich, nur noch machen. Die bringen zwar nicht so viel Geld wie alles andere, aber es ist immer noch besser, als dann irgendwie alles zu verlieren, weil ja die Zeit abgelaufen ist. Weil ich kann ja nichts mit in den nächsten Monat rübernehmen. Haben wir ja per Post bekommen. Und das habe ich mir aber schon gedacht, dass es lieber Harvest Moon ist. Also das Spiel ist ja komplett irgendwie von Harvest Moon abgekupfert, muss man ja ehrlich sagen. Aber bisher gefällt es mir besser. Was aber auch, denke ich mal, dadurch geschuldet ist, weil es einfach aus Harvest Moon lernen konnte. Ja? Aber wenn es noch mein NES Mini, SNES Mini geben soll, verschlossen, öffnet von neuen. Hey, toll. Na gut, dann pflücken wir hier noch ein paar Beeren. Zack, 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 zack. So, mehr Beeren hier. Ah, nee, aber Laub. Wollte ich hier eigentlich. Zack, den Platz haben für die ganze Mine. Also Not esse ich den einfach. Falls ich denn die Zeit dazu finde. Oh Mann, hier ist aber auch eine Menge Beeren. Damit muss ich doch eigentlich dann auch gut lange aushalten können. So, Laden ist auf. 51 Beeren. Ja, oh, das ist verdammt viel Energie und Gesundheit. Da können wir doch jetzt bestimmt ein bisschen Kupfer abstauben. So. Hallo Robin. Da ein Haus am besten. Nee, wollen wir nicht. Ich habe hier so eine Axt. Ich glaube, die gehört dir. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast die Zähne mit der anderen abgeschlagen. Dank dir. Klar doch. Robin, altes Haus. So, ich will mal eben Kohle gucken. Haus verbessern. Das heißt, es kostet mich. Boah, 10.000 Gold. 100, oh, 450. Nee, kann ich mir nicht leisten, du. Das ist schon teuer. Hof errichten. Und das war hier nochmal 4.000. Oder so. Das ist schon teuer. Das ist schon echt teuer. Aber ich wollte erst ein Silo haben. Dafür brauche ich Lehm. Lehm habe ich auch noch gar nicht mal so viel, ne? Kupferbarren. Aber hier brauche ich erstmal 20 Kupfererz, um diese Maschine herzustellen, um Barren herzustellen. Und ich weiß noch nicht mal, wie viel ich davon brauche. So, zack, danke. Wie viel ich davon brauche, um dann hinterher, ja, einen Barren zu bekommen. Wie viel Erz brauche ich für einen Barren? Bestimmt auch mehr als nur ein Erz. Wir müssen uns vorstellen. So, jetzt sind wir in der Mine. So, wir hacken jetzt hier nur so lange rum, bis wir die Treppe gefunden haben. So, da ist wieder irgendwie so ein Krabbelvieh. Also okay, ich kriege auch diese Truhen kaputt. Hallo, hier zur Seite. Warum geht er nicht zur Seite? So. Ja, ich würde tief in die Mine rein. Das schien ja die besseren Sachen zu geben. Also mehr von diesen, nicht Geoden, sondern dieses, wie ist denn das Zeug jetzt hier? Ja, da hat diese, wurde so ein bisschen die Kristalle rausgucken. Wie hier mit dem Quarz oder, oh, was haben wir denn da? Oh. Hey. Keine Chance. Stirb. Geh kaputt. Ah, der hat uns. So, nehmen wir mal mit. Komm raus, der. Mann, Nummer, Nummer, Mann. Eine Kirschbombe. Ich hab schon meine Taschen voll. Das war die Löwenzahn. Jo. Löst eine kleine Explosion aus, Abstand zu halten. Okay. Aber das, was, dafür war ich eigentlich schon. Gucken wir mal. Wow. Hat genau das bewirkt, was ich gehofft habe. Und zwar, dass ich hier halt nicht hacken muss. Wow, 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 wow. Na, wenn ich hier doch immer so kämpfe, muss ich doch auch mal hier ein besserer Abenteurer werden, oder? Wah! Ich dachte, der wäre tot. Nicht aufgepasst. So, hier ist er tot. Erwischt.
Zack. Ich brauche Kupfer. Ah, okay, jetzt tiefer. Aber jetzt gucke ich natürlich erstmal hier, ob hier noch irgendwo so ein Dingens ist. Ne, hier ist kein Kupferdingens. Dann gehen wir tiefer. Da ist hier die Menge Kupferdingens. Aber auch ein paar Gegner. Na kommt ja, ihr Schleimigen. Was auch immer ihr eigentlich seid. Ich bin vergiftet. Na komm nach, ja. So, noch mehr Schleim. Schleim war jetzt nicht so wertvoll. Den kann ich zur Not da wegschmeißen. Ah, okay, da kommt jetzt schon wieder tiefer. Aber wir haben ja hier noch, ne? Da ist Kupfer. Ha, das geht ja schon ein bisschen hier. So. Axt. Nicht Axt. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Soweit nichts. Nix. So. Diese Nacht muss ich auch mal hier zum Abenteurer auf. Kampfdinges aufsteigen. Oh, was ist denn eigentlich hier? Oh, das gibt ja auch Energie. Ja, das sieht doch schon alles ganz anders aus. Gut, lasse ich den leben. Kämpfe ich mich da durch? Oh. Eine Höhlenkarotte. Aber warum greifst du den hier nicht nach in die richtige Richtung an? Ja, komm. Ja. Oh, Schleim. So. Das bringt auch. Eine starkhaltige Snack. Stärkhaltige, indem ich Höhle finde, hilft mir, in der Arbeit länger zu arbeiten. Ja, momentan ist eigentlich Zeit gar nicht so mal. Energie gar nicht mal so mein Problem jetzt hier, wie eigentlich gedacht, ne? Was? Ich habe einen Aufzug entdeckt. Habe ich ihn gerade angeschmissen? Ja, ich lese das Buch gleich. Okay, ich muss mich hier durchbuddeln. Gehen wir nochmal tiefer. War ja irgendwas von wegen, ich muss ganz nach unten kommen, um hier irgendwie was zu erreichen, ne? Die Abenteuergilde meine ich. Ja, ist halt alles nur hier so felsig und so, ne? Hab ich eigentlich. Nee, muss ich mal Level up. Hab ich da nichts bekommen. Okay. Dann buddeln wir uns hier mal durch. Ah, hier geht's tiefer. Oh, eine Fledermaus. Ah, da, Kupfer. Zack. Zack. Tja, es ist jetzt hier die Sache mit dem Ding da, ne? Was haben wir denn da? Ja, das oder das? Wie viel fehlt mir? Jo, können wir. Ah, erstmal glaube ich die hier. Ja, bitte einmal essen. Ich will den Amethyst da haben. Nee, Spitzhacke. Auch noch mehr Kupfer. Ja, das ist ja so ein schleimiges Ding. So, ja. Ich kann nicht schlagen und gleichzeitig gehen. Lass ich lieber an mich rankommen. Also ich weiß noch nicht genau, was ich mit diesem Schleim eigentlich anfangen kann. Ich weiß noch nicht mal, dass man Schleim anbauen kann. Vielleicht kann man es auch irgendwie als Dünger oder sowas benutzen. Ah, da geht es wieder tiefer. Da ist auch Kupfer. Da ist aber noch nicht so viel, wie ich brauche. Zack. Da ist aber noch mehr. Wie tief geht das denn hier eigentlich? Da ist ja schon wieder eine Leiter. Aber erstmal nehme ich das ganze Kupfer hier mit. Und Eisen bin ich noch nicht mal drauf gestoßen jetzt, ne? Also. Hä? Oh, wir kämpfen hier. Wofür habe ich mir eigentlich so Sorgen gemacht um Energie? Ich weiß es gar nicht. Da ist noch mein Kupfer. So. Kommst du her? Zack. Also den Amethyst, den hebe ich auch mal auf. Ich habe ja einen gesponsert. Vielleicht kann ich den ja auch hinterher irgendwie verarbeiten. Ich weiß es nicht. Ein bisschen hier durchbuddeln. Weil die Leiter habe ich schon gesehen, ne?
Da ist die Leiter. Ein bisschen was will ich ja auch von meiner Energie hier. Ah, da war Kupfer. Und eine Geode. Tja, die Geode, ne? Kohle. Verdammt, ey. Wenn ich nicht so auf Kupfer fixiert wäre. Aber das ist halt das, was ich einfach gerade brauche, um meinen Farm, meinen Hof in den Schwung zu bringen, ne? Schon 20 Uhr. Ja, dann nehmen wir noch hier die Quarze mit. Und dann gehen wir mal langsam Richtung Ausgang. Zack. Ein bisschen was will ich aber hier noch mitnehmen. Also einsacken. Noch mehr Geoden. Komm, noch ein bisschen Kupfer. Da ist noch Kupfer. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. Und dann gehen wir zur Leiter. Zack, zack, zack. Noch mehr Kupfer hier? Nee. Okay, zur Leiter. Es wird spät. Wir müssen langsam ins Bettchen. Mine verlassen. So. Ah, ja. Das hat sich ja gelohnt. Wir haben ein bisschen was abgestaubt. Ganze Beeren hier, ey. Ja, als nächstes ist dann, geht es dran, die Maschine zu bauen. Ich hoffe, dass ich auch direkt ein paar Barren machen kann, damit ich schnell einen Hühnerstall kriege. Aber ich brauche natürlich auch Knete, ne? Also, das ist ja ganz klar. Klar, wie Kloßbrühe. Knete, 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 Knete. Ohne die kriegen wir nichts. Ja, und zum Winter hin bräuchte ich das eigentlich. Ich glaube, man, das eine, diese Bruchbude, die wir da gesehen haben. Na, verdammt, warum kann ich eigentlich nichts in der Hand halten? Ist dann auch das Gewächshaus. Da gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Vermute es aber mal. So. Komm, 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 komm. Schneller, 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 schneller. So, das will ich auch mal verkaufen. Grünalge. Zumindest eine will ich verkaufen. So, du gehst jetzt wieder da rein. Die Beeren behalte ich mal noch bei mir. So, den Rest, den brauche ich hier eigentlich gar nicht. Stein, weg damit. Das verkaufe ich. Ja, der bringt nicht viel, ne? Aber ich brauche ja auch Knete. So. Weil ich kann jetzt eigentlich erstmal gucken. Hier ist keine. Das. Das nehmen wir einfach mal mit. Herstellung, Herstellung. Was brauche ich denn für diese Steine? Steine, 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 Steine. Also ich muss erstmal was von dem Zeug hier loswerden. Ah nee, das wollte ich nicht wegschmeißen. Das wollte ich verkaufen. Das. Quarz, werde ich auch mal. Kann mir gut vorstellen, dass man das Zeug nämlich zum Verbessern seiner Waffen. Also was jetzt Waffen, Werkzeuge und so braucht. So, Herstellung. Schmelzofen. Jo, haben wir. Nee, nicht schmeißen. Wo stellen wir den Schmelzofen denn hin? Irgendwo. Hier hin. Geht nicht. Da geht's hin. Wollen wir hier hinstellen? Stellen wir hier hin. So, jetzt einfach da reinschmeißen oder wie? Ich brauche auch noch Kohle. Habe ich überhaupt Kohle? Toll, ey. Jetzt habe ich die eben nicht mitgenommen. Oder, oh, eine Kohle habe ich noch. So. Okay, ich habe da was drin. Ich habe da hab ich jetzt 5 Stück reingeschmissen. Gibt bestimmt nur einen Barren für. Aber was soll's. Zack. 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 Das behalte ich mal noch bei mir. Sollte alles so hinhauen. Das Schwert brauche ich nicht. Gut. Dann ab in die Halle. Falle. Ja, ich habe noch richtig viel Energie über. So. Der Schleim. Wie viel Schleim hatten wir hier? 8 Stück. Das gibt nur 40 und diese grünen Algen bringen 30. Oh, das ist immer ein bisschen was. Und der Rettich. 10-mal wieder mehr Rettich. Der gibt also jeweils 50. Tags 18 im Frühling. Ja, 1.